Hallo mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einem Seelenpartner. Orakel hier für dich. Was geschieht jetzt in deiner Wunschpartnerschaft, Seelenpartnerschaft, Dualseelen, Zwillingssicht? Irgendetwas Plötzliches kommt, irgendetwas Überraschendes. Es öffnet sich eine Tür, diese Impulse habe ich bekommen. Und ich möchte direkt jetzt für dich starten. Vorab vielen lieben, recht herzlichen Dank und vor allem für eure Genesungswünsche vielen lieben Dank. Ich starte jetzt für dich und werde für dich im Anschluss in die Deutung übergehen. So, meine Liebe, ich schaue jetzt einmal auf die Themen in deiner Dualseelen-Zwillingsseelen, Seelenpartnerschaft. Was möchte hier auf dich zukommen? Wir haben hier bei dem einen oder anderen, hier geht es nach einer langen Geduldsphase, kommt hier etwas in Bewegung. Ja? Wir haben die Karte, habe Geduld, Liebe ist geduldig und freundlich immer. Denn der eine oder andere ist hier absolut im Misstrauen. Wir haben die riskante Versuchung, der Schein trügt. Ja? Das heißt, du traust dem Ganzen nicht, aber auch dein Gegenüber ist hier so etwas skeptisch. Ja? Man kommt hier zu einer Erkenntnis. Des Weiteren haben wir, handle so, als ob dein Partner da wäre. In der Zeit,
wo du nicht im Kontakt stehst mit deiner Seelenverbindung, ja. Schau, dass du in die Position gehst, als ob er oder sie schon da wäre, dass du ihn oder sie mit integrierst in deine Dinge, in deine Vorhaben, ja. Gesetzte Resonanz, dass du immer das anziehst, was du möchtest und nicht auf das schaust, was du gar nicht und überhaupt nicht möchtest. Gleich, ob du jemanden in deinem Leben hast oder nicht, handle so, als sei er oder sie schon da, so dass du ihn, sie in allen Dingen mit berücksichtigst. Des Weiteren haben wir, dass es Schicksal zwischen euch ist. Wir haben auch hier in den Hauptenergien hat sich die Liebe gezeigt. Hier haben wir die Vereinigung zwischen euch und wir haben das Rad des Schicksals. Ja, und ich bekomme bewusst, dass entweder du als weibliche oder männliche Person, irrelevant wie du hier schaust, solltest du von Frau zu Frau schauen, Mann zu Mann schauen, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Ja? Hier sind Themen, dass schicksalhaft hier entschieden wird, das was ich eben schon sagte, aber auch, dass hier noch Personen sind, entweder bei dir oder in dem Umfeld deines Gegenübers. Aber du bewusst in deine Position schauen solltest, dass du absolut wertvoll bist. Also dein Gegenüber sieht dich hier als eine sehr kraftvolle Person, als eine Person, die ihre Werte kennt. Ja, das bekomme ich hier bewusst, dass du das hier oben auf der Karte einmal bist. Was sich dann auch klar hier gezeigt hat mit der Königin der Münzen. Dass du stabil bist und noch einmal als männliche Person ebenfalls. Du zeigst dich in der Stabilität, im Angekommensein. Du bist zielstrebig, du weißt ganz genau, was du möchtest. Ja? Du bist auch unabhängig von anderen Personen, bekomme ich hier. Denn die Königin der Münzen ist eine unabhängige Person, die ihren Werten bewusst ist. Ja? Und du zeigst dich sehr in der Stabilität. Des Weiteren haben wir die Zyklen und Rhythmen. Ein neuer Zyklus wird jetzt eingeleitet. Ehre die Zyklen deines Körpers, der Energiezustände und Gefühle. Hier darfst du auf die Rhythmen achten. Ja, auf das, was dir energetisch gesendet wird. Dass hier ein neuer Zyklus eingeleitet wird. Ja, das bekomme ich immer wieder, weil wir dann auch die Karte haben, die Bewegung. Hier kommt etwas in Bewegung zwischen euch. Bekomme auch eine schnelle Kommunikation, eine Nachricht, die hier stattfinden wird. Vor allem auch, dass derzeit bei euch der eine oder andere, entweder du, dein Gegenüber oder ihr beide, ja, das bekomme ich hier für eine Gruppe, dass man hier derzeit über seine Grenzen hinaus wachsen darf. Dass du hier mit dieser Person eine Situation hast, wo ihr beide derzeit an die Grenzen stoßt, aber auch gestoßen seid. Ja? Bei dem einen oder anderen gibt es hier sofortigen Kontakt, das bekomme ich auch. Denn wir haben hier die positive Nachricht, die sich gezeigt hat und vor allem auch die Kelche, die sich hier gezeigt haben. Hier könnten bei dir und bei deinem Gegenüber gewisse Grenzen überschritten worden sein. Ja, aber man wächst hier derzeit, was ich mehr bekomme, über seine Grenzen hinaus. Du wächst mit deinem Seelenpartner, Zwillingsseele, Dualseele über deine Grenzen hinaus. Ja, du bekommst mehr Kraft, mehr Energie, das was die Karte schon mit den Zyklen und Rhythmen ausgesagt hat. Und vor allem auch das Rad des Schicksals, dass es sich jetzt dreht, dass es sich wendet. Das Blatt wird sich wenden zwischen euch. Was zeigt sich hier? Wir haben die Meditation und wir haben die Hohepriesterin. Hier ist jemand während des Rückzuges, währenddessen man alleine war, in die Sinnfindung gegangen. Und die Hohepriesterin steht auch immer für etwas Verborgenes, etwas Geheimnisvolles. Da wir das Rad des Schicksals haben und hier hohe Arkane auch haben, bekomme ich hier auch mit der Hohepriesterin, dass sich das Geheimnis lüften wir, das heißt, es öffnet sich das Buch zu deiner Seite und du wirst mehr und mehr erkennen in dieser Seelenverbindung. Da du jetzt im Einklang bist mit den Rhythmen, ihr spielt mehr oder weniger, ihr habt denselben Klang, ja, Geheimnisse, die sich offenbaren werden. Du wirst hier auch bald erfahren, was hier
noch im Verborgenen war. So Geheimnisvolles, aber auch, dass dich dein Gegenüber als sehr, sehr geheimnisvoll wahrnimmt. Und aber auch jetzt zur Erkenntnis kommt, in dieser Seelenpartnerschaft, was ich sagte, wir haben die Karte der Meditation im Rückzug, in den Gedanken, indem man sich führen lässt, kommt man mehr und mehr zur Erkenntnis, dass dies eine Seelenverbindung ist zwischen euch. Einmal mit der Karte die Meditation. Was zeigt sich hier? Wir haben den Bube der Stäbe und wir haben die Vergangenheit. Dein Gegenüber denkt hier sehr viel an die Vergangenheit, an ein Treffen, das Musikalische, was ich auch mit den Rhythmen hier bekomme. Ja, also man hört hier Lieder, Synchronizitäten, Erinnerungen, Zahlen, viel Nostalgie bekomme ich hier. Man denkt hier zurück, ja, Erinnerungen auch, währenddessen du in die Meditation gehst an vergangenen Leben, bekomme ich hier, du Dinge wahrnimmst, die du vorher nicht so wahrgenommen hast. Das alles durch diese Seelenverbindung, ja, das mehr und mehr sich hier öffnet. Mit dem Bube der Stäbe. Des Weiteren zeigt sich deine Wurzeln. Also hier ist wirklich ein tiefer Blick. Ja, das könnte jetzt bei dir sein, das könnte auch bei euch beiden bekomme ich das, denn in Zwillingsseelen, Dualseelen ist ja immer eine starke Verbindung, ja. Und ich bekomme, dass man derzeit auch nach seinen Wurzeln sucht. Wo möchte man eigentlich hin? Wo ist man zugehörig? Man fühlt sich, da wo man jetzt ist, fühlt man sich nicht mehr mit verbunden. Ja, man schaut hier in die Verbindlichkeiten, was die Seelenverbindung anbelangt. Also sehr stark bekomme ich den Rückblick zwischen euch, der hier stattfindet, indem man tiefer und tiefer schaut, sich aber auch in der Vergangenheit die Muster anschaut. Alles währenddessen dein Gegenüber im Rückzug ist, ja, oder du im Rückzug bist. Wir haben das Unwohlsein, wir haben die 10 der Schwerter und wir haben den Bube der Münzen hier. Und hier sind bewusst in der Vergangenheit, haben hier Themen stattgefunden, da wir hier die Vergangenheit haben, hier deine Wurzeln haben, sprich auch die Wurzeln deines Gegenübers, dass man hier eigentlich etwas immer getan hat gegen seinen Willen, ja, nicht dem Herzen gefolgt hat, der Liebe gefolgt ist, sondern einfach den Weg gegangen ist, ohne genau zu schauen, was möchte ich eigentlich. Und man sieht hier sehr gut auf dieser Karte, dass man jetzt in seine Kraft kommt, dass es jetzt wie in einen Durchbruch geht, was wir auch hier haben mit dem Rad des Schicksals, ja, dass etwas jetzt in Bewegung kommt in deiner Seelenpartnerschaft. Bekomme ich hier ein Gefühl des Unwohlseins, ungewollt, sich ungewollt fühlen, sich nicht angekommen fühlen. Und wenn du in eine Seelenpartnerschaft, in die Kontaktaufnahme gehst, dann fühlst du dich hier angekommen, ja, was hier mit der Liebe schon gefallen ist. Dann ist es ja das Gefühl, als ob du zu Hause angekommen bist, ja. Und das Gefühl bekommt jetzt auch dein Gegenüber, indem er hier den Rückblick hat. Auch egal, wie lange ihr keinen Kontakt hattet, das ist irrelevant, ja. Hier schaut jemand bewusst auf sein Leben, auf ihr Leben. Die 10 der Schwerter. Und wir haben den Bube der Münzen. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, ja. Also viel das äußerliche Erscheinungsbild, so Mangelerscheinungen, Unwohlsein, psychische Belastungen, seelische Defizite, die ich hier bekomme durch die Vergangenheit, das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Ja, der eine hat hier eben gravierende Themen durch die Vergangenheit, der eine so, der andere so. Ja, also da müsstest du jetzt bitte auf dich schauen. Ich sehe nur mit den 10 der Schwertern, dass hier in der Vergangenheit viel stattgefunden hat, wo man sich jetzt eigentlich gar nicht mehr mit identifizieren kann. Was zeigt sich hier? Wir haben hier die Entspannung. Entspanne hier etwas, währenddessen dein Gegenüber nicht im Kontakt mit dir ist. Wir haben die 7 der Schwerter und wir haben den Hierophant. Noch einmal ein klarer Indiz,
mit dem Ratterschicksal, mit der Hohen Priesterin, die wir vor allem hier auch über dem Hierophanten haben, dass es eine göttlich geführte Verbindung ist und dass ihr so oder so zusammengeführt werdet. Also entspanne dich bitte, es ist göttlich geführt, du kannst daran nichts ändern. Du kannst es weder beschleunigen, noch kannst du es erzwingen. Ja, es geschieht von selbst. Wenn du in der Liebe bist, wenn du offen bist für die Liebe, wenn du dein Herz geöffnet hast, es geschieht alles von selbst. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn die Zeit reif ist, werdet ihr zusammengeführt. Denn hier zeigen sich ja noch die Steine, die Blockaden. Ja? Und wenn du in deiner Verbundenheit bist, im Vertrauen bist, dass es hier göttlich geführt ist, dann steht hier nichts und niemand mehr im Weg. Das heißt auch, dass Dritt-, Viert-Personen keine Chance haben, dass das Göttliche immer einen Weg kennt. Die Sieben der Stäbe. Hier gibt es eine Zusammenführung zwischen euch. Also lass hier bitte jeglichen Zweifel von dir. Ja, du brauchst nicht zweifeln. Entspanne dich einfach. Ja, hier wird eine Zusammenführung stattfinden. Denn wir haben ja hier auch das Ass der Kelche. Ja, das heißt auch, man kommt mit einem vollen Kelch und möchte dir diesen überreichen. Wir haben hier nur hohe Karten. Was zeigt sich hier im Mittelpunkt? Das Zeichen. Du bekommst ein Zeichen auf einer anderen Ebene. Das heißt, du spürst die Verbindlichkeiten, telepathische Verbindungen, Zeichen im Sinne von Synchronizitäten, was ich hier schon sagte, ein göttliches Zeichen. Du wirst immer und immer wieder Zeichen auch bekommen, dass es hier göttlich geführt ist. Es ist auch so, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass du dir das einredest oder einbildest. Nein, denn hier ist jemand in der Unsicherheit. Ja? Es öffnet sich langsam und langsam. Ich bekomme hier sehr stark das dritte Auge, die Zirbeldrüse, was du hier auch sehen kannst auf der Karte. Nach und nach wird sich dieses Meer öffnen. Ein Zeichen von deinem Gegenüber, denn hier ist derzeit eine Transformation. Hier findet eine Beendigung statt, das heißt, er oder sie wird auch derzeit Ängste, Sorgen, Komplikationen werden hier noch bewältigt, das hatten wir mit den Steinen. Ja, dass hier noch andere Personen, bei jedem von euch ist das unterschiedlich oder im Außen Situationen, dass hier Steine in den Weg gelegt werden. Ich gehe jetzt hier nicht ganz tief rein in die Karten, sondern gehe so mehr auf die Hauptenergien, die für dich wichtig sind. Ja? Denn ich sehe hier so auch Personen, die verzweifelt sind, ja? Und hier sich große Sorgen machen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Hier wird altes Leid, ja, beendet. Wir haben auch die Sense, steht für Schnelligkeit. Hier muss auch etwas beendet werden, um hier letztlich in den Neuanfang zu gehen. Und wir haben das Ende im Mittelpunkt. Ja, das heißt auch, dass hier jetzt derzeit etwas beendet wird, gecuttet wird, um diese neue Tür, diesen neuen Zyklus einzuleiten. Ja, heißt auch, das Göttliche, das Universum ist bei dir, aber auch bei deiner Dualseele, Zwillingsseele, Seelenpartner. Des Weiteren zeigt sich hier die positive Nachricht in Kombination der Sieben der Kelche. Ja, und hier nochmal zurückzuführend auch auf die Herzensverbindung, die haben wir hier zweimal. Also du hast hier mehrere Indizien dafür, dass es wirklich eine starke, kraftvolle Verbindung zwischen euch ist. Die Sieben der Kelche, daran kannst du auch nochmal sehen, dass hier Verletzungen sind. Hier hat jemand Verletzungen und versucht jetzt auch nach und nach erst wieder Vertrauen zu fassen. Ja, hier ist noch jemand so etwas in der Zurückhaltung, übt sich in der Zurückhaltung. Um dann auch mehr Gefühl zuzulassen mit den Sieben der Kelche. Ich bekomme auch, dass man hier bereits Pläne macht, wie man auf dich zukommt, wie der Inhalt der Nachricht ausschauen könnte. Ich bekomme viel, dass eine Nachricht auf dich zukommt.
Natürlich kann es hier auch zu einer Begegnung kommen, aber ich bekomme das mehr so in einer Nachricht und dass man hier schon viel darüber nachdenkt, wie man dir näher kommen könnte. Denn bei dem einen oder anderen sind es hier wahrscheinlich Monate, Jahre, wo man nicht im Kontakt war, je nachdem, welche Themen du eben dann auch hast und in welchen Konflikten du auch stehst. Wir haben Frieden schließen. Man kommt persönlich auf dich zu, definitiv, und du wirst schnell eine Nachricht erhalten, sehr, sehr schnell. Denn hier plant ja die männliche Person schon, ja? Es ist alles in Planung, Frieden schließen mit einem Selbst. Man versucht selbst mit der Vergangenheit hier abzuschließen. Das solltest du eben auch tun, wenn du hier noch in der Situation bist, dass du dem Ganzen nicht traust, solltest du bewusst mit der Vergangenheit abschließen. Es gibt keinen Grund, der Situation oder dem Gegenüber oder dieser Verbindung nicht zu trauen. Vertraue dich hier bitte, ja? Noch einmal, es ist göttlich geführt. Eine Nachricht. Viele Nachrichten, hier kommen viele Nachrichten. Mit dem Ast der Kelche bekomme ich die Vereinigung zwischen euch. Eine sehr intensive Vereinigung, was wir auch haben mit der sexuellen Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Die Karte spricht ebenfalls von Erfolg und da wir die Karte Frieden schließen auch haben, ja, gehst du in einen erfolgreichen Abschluss. Das heißt, Altes wird beendet, was wir schon mit den Zyklen hier haben. Ein neuer Zyklus wird eingeleitet. Das Buch öffnet sich, ein neues Kapitel öffnet sich für dich. Und man wird hier etwas friedlich zum Abschluss bringen. Irrelevant, ja, das können jetzt unterschiedliche Themen bei jedem von euch sein. Hier darf noch etwas zum Abschluss gebracht werden, um letztendlich mit dir in die Vereinigung zu gehen. Wir haben die Gerechtigkeit. Es wird Gerechtigkeit walten. Hier sind nur hohe Arkane. Der Tod ist ebenfalls eine hohe Arkane, ja? So wie die hohe Priesterin, das Rad des Schicksals und der Hierophant. Wir haben die Kreativität. Also dein Gegenüber versucht dich zu inspirieren, ja? Also hier, wenn eine Nachricht auf dich zukommt, wird man dich absolut von ihm oder ihr überzeugen. Ja, also man möchte in die Überzeugungskraft gehen. Ja, alles das, was hier ungerecht geschehen ist, ja, dass man dich ungerecht behandelt hat, aber nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Ja, das war ihm oder ihr gar nicht bewusst, aufgrund dessen, da hier noch so Themen sind durch Vergangenheit, ja, jetzige Situation, was man erst beenden darf, womit man selber erst einmal zurechtkommen darf, wo du dich vielleicht gekränkt oder verletzt fühlst, so fühlt sich dein Gegenüber nicht, ja, weil er oder sie hier ganz klar noch Themen hat, was man bewältigen darf, ja, und das können hier viele Themen sein, was ich eben sagte, wo ich dann eben hier in dieser Legung nicht noch intensivierter darauf eingehen werde, denn hier könnten sich gerichtliche Themen zeigen. Hier könnten sich dritt, viert Personen noch zeigen, ja. Aber hier schaue ich rein auf die Situation, was jetzt geschieht, ja, da ich ja bekommen habe, dass sich etwas Neues für dich öffnet. Und das ist das, was jetzt auf dich zukommt, ja, dass man nicht nur so auf dich zukommt, sondern man möchte dir schon näher bringen, dass du etwas Besonderes bist, weil wir haben hier die Königin der Münzen, ja, was ich zu einem Beginn sagte, was in der Hauptenergie gefallen ist. Vor allem auch viel das Gefühl der Reue, ja, man bereut hier etwas, ungerecht gewesen zu sein. Und so oder so wird es hier Gerechtigkeit geben in dieser Verbindung. Wir haben die Kraft, die Freiheit und wir haben die Sechs der Stäbe. Hier kommt man mehr und mehr in seine Kraft. Das dritte Auge öffnet sich. Noch einmal mit dieser Karte, was du hier ganz gut sehen kannst auch, ja. Mehr Bewusstsein bekommt jetzt dein Gegenüber die Befreiung aus einer langen, langen Phase schmerzvoller Situationen und das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Ja, das kann im Verbalen, kann aber auch im Körperlichen stattgefunden haben.
Es sehe nur, dass hier Verletzungen und Schmerzen sind. Ja? Das kann durch Betrug sein, das kann durch immer wieder Handgreiflichkeiten gewesen sein, das kann durch eine Suchtthematik stattgefunden haben. Ja? Durch die verschiedensten Dinge auch immer. Es schaut jetzt auch bewusster. Ich bekomme, dass man mehr Bewusstsein bekommt, was ich hier schon sagte mit dem dritten Auge. Aber auch, dass man klarer sieht. Man hat den klaren Blick, ja, wo es eigentlich hingehen soll. Was hier schon gefallen ist mit der Karte, deine Wurzeln. Ja, dass du so, wie es bislang war, nicht mehr möchtest. Dein Gegenüber es so nicht mehr möchte. Dass viel Ungerechtigkeit war. Ja? Denn wir haben ja hier die Gerechtigkeit und über der Karte der Gerechtigkeit haben wir hier den Tod. Ja? Das bekomme ich auch ganz klar dafür, dass Ungerechtigkeiten hier stattgefunden haben. Zwischen euch, zwischen dem Umfeld auch, in welchen Themen dein Gegenüber ist, aber auch bei dir durch die Vergangenheit. Alles, was hier zurückliegend ist, alles das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, ja. Mit diesen Dingen beschäftigt man sich, währenddessen man hier im Rückzug ist, dass alles nicht korrekt abgelaufen ist. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Und die sechste Stäbe. Man wird sich dir jetzt nähern. Man wird sich langsam nähern, aber man bekommt auch plötzlich mit dem Tod, was ich auch für die Sense bekomme, plötzlich die Erkenntnis, was hier in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist. Ja. Erst jetzt kommt es. Auf einmal sieht dein Gegenüber glasklar. Vielleicht hast du oder dein Gegenüber dir auch die Karten legen lassen. Jetzt bekomme ich hier auch mit dieser Kugel, dass man dadurch jetzt diese Erkenntnis hat. Dass auch dadurch einem bewusst wird, dass man in einer Seelenverbindung ist. Ja? Also immer mehr Klarheit. Man geht hier direkt in das Licht, ja? Was sich dann auch zeigt mit der Karte des Friedens. Und mit dieser Karte bekomme ich auch nochmal, dass ihr hier entweder euch trennen hier viele, viele Kilometer, ja. Aber nicht nur das, sondern auch, dass hier länger kein Kontakt war. Ja, aus dem Grund nähert man sich hier vorsichtig wieder. Man kann nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, ja. Also der Kontakt wird langsam vonstatten gehen. Man plant hier schon. Es ist alles in Planung. Es ist derzeit auch hier in Gedanken bei deinem Gegenüber. Denn wir haben hier auch nochmal die Annäherung in Kombination mit der Karte, die Kreativität. Ja, dass man darüber nachdenkt, wie man dir jetzt näher kommen kann und vor allem, wie man es dir übermitteln darf. Ja. Wir haben die heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Es ist eine heilige Verbindung, all das, was ich vorhin schon sagte. Es ist eine göttlich geführte Verbindung zwischen euch. Wir haben die sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Wir haben nur die Liebe wird dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und hier ist eine Situation, entweder darfst du hier noch was loslassen, ja, vielleicht bist du hier gerade in einer Verbindung, Partnerschaft etc., aber vielleicht auch dein Gegenüber. Hier geht es noch um Themen, dass man etwas zum Abschluss bringen darf und dann erst frei sein kann. Und hier bekommt man immer und immer wieder Zeichen von dem Göttlichen, von dem Universum, dass man es jetzt zu Ende bringen darf. Was auch immer du hier noch zu Ende bringen darfst oder dein Gegenüber. Überstütze nichts, lass den Dingen ihren Lauf nehmen. Abwarten. Irrelevant, wie du hier schaust, hier geht es in eine sehr, sehr positive Veränderung und vor allem wirst du hier von deinem Gegenüber hören. Hier wird eine schnelle Kontaktaufnahme stattfinden. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Fühl dich umarmt. Bis dahin.